Ja Mensch, herzlich willkommen zurück bei Total War Warhammer 2. Ja, es ist ja lange her, seitdem ich das letzte Mal, nee, dass ich das letzte Mal hier war in wunderschönen Warhammer-Gefilden. Und zwar ungefähr ein halbes Jahr. Ja, es ist viel passiert in der Zwischenzeit, das muss man sagen. Und ich hatte jetzt einfach mal wieder Bock, tatsächlich wieder normale Videos einfach so aufzunehmen. Ich kann mal mit dir das Overlay hier reinmachen. Und habe schon überlegt, was man jetzt als neues Projekt anfangen könnte. Hab dann aber gedacht, nee, wir haben hier noch Warhammer am Start. Und da war auch einiges passiert, soweit ich mich recht erinnere. Denn mit den Hochelfen habe ich jetzt quasi fast die gesamte Insel hier eingenommen, weil ich alle möglichen Allianzen geschlossen habe. Konföderationen, besser gesagt. Und die letzte, glaube ich, gerade erst hier im letzten Part. Der Part 20. Und wir müssen uns hier jetzt mal entscheiden, was wir bauen. Und das wird dann wieder lustig. Ja. Aber auf jeden Fall schön, wieder hier zu sein. Ich habe ja in der Zwischenzeit 4 Videos oder so gemacht, beziehungsweise 2 wirklich richtige Videos jetzt groß produziert. Nämlich die Darum spiele ich Reihe. Und ja, das ist auf jeden Fall weiterhin auf meiner Agenda, das weiterhin so zu machen, weil das auf jeden Fall durchaus ein cooles Projekt ist, was mir Spaß macht in der Produktion, aber halt auch sau anstrengend ist. Und da ich mir jetzt gerade eine neue externe Festplatte angelegt habe, habe ich mir gedacht, Mensch, die kannst du doch gleich voll machen mit einigen Videos. Und was bietet sich da an? Natürlich Let's Play Videos. Denn ich weiß ja, ihr wollt meine Stimme hören, meine engelsgleiche Stimme. Und zwar viel, viel häufiger als nur alle paar Monate in einem kurzen 3-Minuten-, 6-Minuten-Video oder so. Und den Wunsch möchte ich euch jetzt für eine gewisse Zeit quasi erfüllen. Ich sehe hier gerade, das Wasser ist ein bisschen merkwürdig hier in diesem Fluss. Schaut es euch an. Es fließt mal bergab, mal bergauf hier so. Nichtsdestotrotz eine schöne Gegend. Muss ja wieder irgendwelche coolen Orte machen für irgendwelche Thumbnails, die ich hier ja immer schwierig produziere. So, das reicht jetzt schon fast für mehrere Thumbnails hier in der Mitte, auch diese Insel. So, ja, aber jetzt mal Tacheles, was machen wir jetzt hier in dieser coolen Stadt? Da ich absolut raus bin, was das Ganze angeht. Wie viel Cash haben wir, wo steht das? Ach da, 15.000. Ist ja einigermaßen gut. Wir können hier auf jeden Fall ein... ein Wahrzeichen bauen. Das ist der Hof der Immerkönigin. Dann bauen wir doch den und haben direkt schon kein Geld mehr am Start. Das ist schon mal ganz geil. Können wir hier noch so ein Ding bauen. Wachstumsrate erhöhen. Nee, wenn, dann bauen wir vielleicht das hier. Ansonsten weiß ich gar nicht, ein Kommandant hat sie noch nicht bewegt. Der Dude chillt noch ein wenig, scheinbar. Und was macht er hier? Also das sind 3 komische Helden. Nee, das ist eine Generälin und die beiden sind hier Elder-Leute. Leute, kommt hier, ne? Was auch noch interessant wird, wird die Schlacht um diese Stadt hier. Das ist nicht die letzte Stadt, glaube ich, von den Jungs. Die haben wir noch drüben irgendwo was. Warte mal, waren das die? Sind das die Tyrannok? Das ist Tor Anrok. Ich glaube, die hatten aber noch eine Insel. Oder noch irgendwie eine... Astral Princess. Noch eine City. Ja, da unten hier. Die. Das heißt, vernichten können wir sie nicht. Aber immerhin. I serve the King. Yvres möchte immer noch nicht, glaube ich, unserer Konföderation beitreten. Finde ich ja eher ein bisschen traurig. Konföderationsstrafe Lothern. 42. Ihr werdet noch früh genug Guardian of the Phoenix Crown. Assistant sein. Tyrion, Heir of Anarion.
Defender of the Phoenix Throne. All set. Ich weiß halt wieder nicht, wie das aussieht, wenn ich die Armeen. Alpha und Princess. Hallo, ich würde gerne. Achso, die schon. A wise course. Moving out. Impossible. Where to? Moving out. Ready to serve. Kriegen keine Unterstützung durch die Armee. Mega dumm hier. Was soll denn das? Speak. Boah, eigentlich müssten die doch unterstützen hier. Achso, die können ja auch nichts Alariel's machen. Champion. No mercy. For my queen. Ah ja, alle drei. Alle drei würden kämpfen. Sunfang hungers. No Belagerung mercy. Bei. Aber nur 50-50 ist die Chance. Ja, schon ein bisschen komisch, no. Ne? Na, was haben die großartig? Die Hälfte der Armee all können wir ja allein schon mit den Bogenschützen Radiant ausräuchern. Das ist natürlich eine große Stadt und die haben natürlich auch noch hier die Magier und die weißen Löwen von Schakre und Schracke. Ich sag mal Schracke. Bisschen Schlacke. Insel der Erlösung und so weiter, alles ist halt auch noch da. An sich müssen wir da die besiegen, bevor die hier rüber schippern. Die brauchen noch 2-3 Runden im Zweifel, bis sie da sind. Und dann kriegen sie aber hart aufs Maul. Und ansonsten können wir nicht viel machen. Lord of Alfur. Der bleibt da mal stehen. Wir gehen, was ist das hier? Schwert der Keine ist nie verfügbar. Besetzt den Schrein des Keine und errichtet einen Schrein des Witwenmachers, um es freizuschalten. Wo ist denn der Schrein der Keine? Da! Für Ritualsteine ist das eine Ressource. Wo weit sind wir eigentlich? Wir haben jetzt 1600. Ist nicht viel, wir kriegen 30 pro Runde. Das dauert also noch ein bisschen, bis wir da irgendwas machen können. Gehen wir auch eine Runde weiter. Schauen wir mal, was so abgeht. Mensch, da habe ich lange nicht mehr gesagt, eine Runde weitergehen. Ach ja, sehr schön. Sehr, sehr schön. Was haben die jetzt vor? Hoffentlich nichts Dummes hier, ne? Leute. Ihr wisst schon, dass ich euch sonst wegknüppel. Ne? Ivres ist am Start. Fährt ein wenig durch die Gegend. Hört, hört. Schön, schön. Aber jetzt merke ich wieder, was das Problem war. Der Ivres hat einfach 1000 Sachen gemacht. Das hat immer mega lange gedauert. Aber Vorspulen ist halt auch ein bisschen langweilig. Da verpasse ich immer was. Die Skellinger. Oha. Nehmen wir einfach was ein. Interne Kämpfe. Oh nein. Ein Disput entwickelte sich zwischen den Elden von Zephyri und jenen von Ivres, die Elfen Zephyris als Geister des Ruhms bezeichnen. Die kleinlichen clandestinen Zänkereien niederer Häuser bereiten dem Phönixkönig zwar normalerweise kein Kopfzerbrechen, doch die Elfen Zephyris strotzen vor magischer Macht und Tor Ivres und gilt trotz ihrer unterbesetzten Garnison als eine der wehrhaftesten Städte Uthuans. Einklang zwischen diesen beiden Häusern ist zwar vorzugswürdig, doch erweist sich dies als unmöglich. So muss irgendjemand irgendwo beschwichtigt werden. Versuchen, einen gemeinsamen Nenner zu finden. 4500 Schatzkammer. Ivres im Geheimen anvertrauen. Ivres bringen Baukosten für Verteidigungsgebäude. Die Zephyr hell rekrutieren. Öffentliche Verurteilung. Verkackt beide hier. Ja, wir machen mal. Oh, wobei Führerschaft aller Armeen wäre ja natürlich ganz geil. Ne? Wie viel Einfluss haben wir? 190. Komm, machen wir das.
Aktion vernichtet, räudige Kleffertz. Zum Dienst bereit. Schwert des Keine beansprucht. Oh nein, Ivresse gehört dieser Schrein des Keine. Oh, der Keine. Des Keine. So, was ist hier los? Loyal to a fault. Über wen sprechen wir hier? Ach, sie. Okay. A promising lieutenant. Oder ist das ein R? Das ist ein R. Ups. A worthy ally. Was? Auf was? Das ist doch nicht meiner. Den hab ich doch nicht hier. Den hab ich doch nicht. Füllt Trefferpunkte von Kämpfen wieder auf. Das hab ich jetzt hier aber nicht bekommen. Nimm den Booms mit, Junge. I'm ready. Entering the garrison. Can I offer assistance? Ich hab keinen Plan, was du jetzt hier machen sollst. Zweifel gehst du auch in so eine Stadt rein. Ich sehe nichts. Da ist was. So. Was können wir hier machen? Öffentliche Ordnung. Ein neues Gebäude. Das ist natürlich die Frage, ne? Was kann man denn hier... Was kann man denn hier mal machen? Also jetzt keine Stadt, die so unmittelbar angegriffen wird eigentlich, ne? Was bringt das hier? Ressourcen, ne? Ordentlich was, geldmäßig am Start. Also die Frage ist, ob das uns jetzt mehr Geld bringt oder ob uns dieses andere Ding hier was mehr bringt. Was bringt das hier? Aha, 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 aha. Das bringt uns natürlich mehr. Machen wir das Ding einfach. Come on hier einfach. Ah, ich weiß, was sie hätte machen können. Sie hätte mal losfahren können, hier die Wasserleichen untersuchen. Naja, nun ist zu spät. Wird später passieren. Ich glaube, ich weiß, was die hier vorhaben. Die fahren hier oben auf diese Insel drauf und nehmen sich die Stadt da oben wieder ein. Never. Lady of the Phoenix Court. Was haben wir denn hier für Waffen? Wir haben ganz viele. Wir haben Drachen. Defender of the Phoenix Throne. Ich traue mich ja nicht so richtig anzugreifen, ne? Muss ich ja mal sagen, ich bin ja ein ängstliches Stück Scheiße, bin ich ja immer. Weil im Prinzip, die haben ja nicht viel so an sich am Start, ne? Aber so ein Magier hätte ich natürlich schon Angst. Noch ein Magier? Ich weiß es nicht. Wir haben hier ja nur generell und keine tollen Magier. Phönixgarde und sowas alles haben wir ja auch am Start. Also eigentlich müsste es reichen, wenn wir da angreifen. Das sind zwei Armeen, wir haben 2,5 Armeen und das, wo ist die Armee, die zum Tor gelatscht ist? Da ist sie. Wow, okay. Oh, dann war das hier rein. Und wer ist aufgestiegen? A promising lieutenant. Aufgestiegen. Was hab ich den gemacht? Ist auch nicht meiner, glaube ich, oder? Ich glaube, das ist nicht meiner gewesen hier. Dann nehmen wir das mal mit hier. Ich weiß ja nicht, also mittlerweile, ich bin ja nicht mehr so richtig sicher. Ach scheiße, das war ja noch diese Runde. Kacke. Drei Runden dauert das bis dahin. Defender of the Phoenix Throne. Das ist schon okay. I serve the Phoenix King. Der darf da auch in der Stadt chillen, alles gut. Lass ihn doch da chillen. Völlig in Ordnung. Hexwattel. Da war Hexwattel gerade. Hm.
Oh nein. Ja, das wäre jetzt lustig. Das wäre jetzt lustig, lustig, lustig wäre das jetzt. Weil jetzt gehen die auf Land und nehmen eine Stadt nach der anderen wieder ein. Oder versuchen es zumindest. Und wir laufen dann hinter denen her. Das ist geil. Hab ich Bock drauf. Richtig Lust. Ihr hört förmlich die Lust in meiner Stimme, die da. Also. Pff. Wahnsinn. Ich habe richtig. Also. Boah. Es gibt nichts, worauf ich mehr Bock hätte als das. Was ist jetzt los hier? Gregor Sollmann. Du hältst dein Maul, Gregor. Du gehst mir nicht auf den Sack, aber wenn wir ein Friedensabkommen mit dir hätten, würde Yvresse uns weniger mögen. Und die brauchen wir noch für unsere Allianz. Aber wir. Nee, Skellinger, ihr kriegt auch nichts. Leute, vergiss es. Sick, ist völlig in Ordnung, dass ihr fragt, aber mit mir nicht. Ich nehme das nicht an. Absurd. Protector of Ulthuan. Defender of the Phoenix Throne. Frage ist halt, was sie vorhaben. Alario, kill them. The gods are watching. Immer speichern vor dieser Schlacht. Bring me battle. Und, Leute, ich glaube, I am ready wir machen noch eine kurze Schlacht in dieser Folge. Das klingt zwar komisch, das ist aber so. Wir machen einfach die Schlacht jetzt hier. Kenn ich nix. Wird zwar komisch, wir werden wahrscheinlich mehr Leute verlieren, als ich plane, weil wir nur einen komischen Turm haben, an dem wir uns irgendwie was machen können da. Und wenn wir Glück haben, kommt die ein oder andere Balliste noch von den anderen Armeen rein. Und ansonsten, keine Ahnung, mal gucken. So, da bin ich wieder. Ich musste kurz noch was testen, ob die Aufnahme überhaupt richtig funktioniert hat oder nicht. Aber sah ganz okay aus, einigermaßen. Also, von da kommt Unterstützung und von dort. Swordmaster of Hoeth. Schicken die Viecher erstmal nach hinten. Understood. Archers for duty. By Alariel. Heir of Anarion. Lothem Seaguard. Swordmaster of Hoeth. Without fail. Und ran an den Booms. Ran da. Einfach rauf. Ja geil, jetzt kriegen wir nur Soldaten. Ich möchte aber eventuell andere. Ich hätte gerne die Dings gehabt. Boah, wir kriegen aber alle Einheiten, die ja am Start sind. So viele. Ich kann die gar nicht alle angucken. Wo ist denn der Drache jetzt hier? Der kann theoretisch das Pferd noch angreifen. Ich finde das ja immer noch interessant, wie die aussehen hier, die Viecher. Die sind natürlich schon krass. Guck ihn dir an. Da kannst du nichts sagen. Der sieht schon krass aus. Der olle Wemser. Allerdings hoffe ich, dass meine komischen Türmchen ankommen, bevor die da kaputtgeschossen werden. Aber ein kleines Problem. Die haben meine Dings nicht mitgemacht. Schick mal die Bogenschützen hin hier. Ey, sei der Bums so.
Magier? Nee, ne? White Lions! Loyal! Yes! So, weiße Löwen brauchen wir da oben, glaube ich. We will obey. It shall be done. Acknowledged. Sind die anderen Einheiten, die wir irgendwie mal gebrauchen können? We advance. Ja, nur Gammel-Einheiten Without hier, ne? Fail. We go. Schwertmeister von Hohet haben wir auch. Ah, die kämpfen ja schon. Alter, die hauen wahrscheinlich alles richtig kaputt gerade. So, komm mit. Du hast Bock. Du hast richtig Bock. Komm her. Archers. Archers. Acknowledged. Attack. Feuer. Attack. Orders received. Archers. So, rein da in den Bums. Understood. Die Bogenschützen sind ein bisschen verwirrt, aber das passt schon. Und auch raus den Bums. Top. Modern mit Stern. Und ran da auf den Bums hier. Gib ihm. Wobei, nee, passt schon. Greif an. Wo ist mein komischer Feuer-Ultis, hätte ich mal gesagt. White Lions. Das brennende Vieh rein. Jetzt geht er hier aufs Tor los. Tunk. White Lions. Archers. So, die Türme gehören uns. Alter, die Schwertmeister sind ja richtig krank hier, sieht scheinbar. So, wir haben jetzt nur so ein paar popelige Einheiten hier. Das sind zwar Reiter und sowas alles. Und Magier. Das ist ja nicht so wild. Ich würde gerne das Tor öffnen. Archers, loyal, orders received. As you say. Ich finde immer merkwürdig, wie sie sich einfach auf die Mauer teleportieren. So, ne? Oh, der Drache, geh mal kurz heraus, hier bitte. Ist das Tor gleich down? Nö. Ich würde gerne, dass du wieder anfängst zu fliegen. Genau so. Ah, schon krass. Habe schon ein bisschen auf den Sack bekommen, die Archer, aber das ist jetzt nicht so schlimm. Wäre halt heftiger, wenn das Tor mal kaputt gehen könnte. Dann könnte ich meine anderen Einheiten mal easy da reinschicken, ohne die ganze Zeit fürchten zu müssen, dass sie verrecken. Ja, irgendwie mal Dings rein. Komm. Be done. Oh, enemy wizard is casting.
Swordmaster of Hoa. Acknowledged. We will obey. For the king! It will be done. Understood. For duty. Will die da treffen? Archers! Kill them! Ein Fettichter. Jawohl! Das Tor wurde zerstört. Wo sind meine Speerträger? Da sind meine Speerträger. Kommt her! Jungs, rein in den Bums hier! Also die Bogenschützen mal die Pferde hier im Alleingang kaputt. Das sind natürlich schon geile Einheiten hier, ne? Und starke Pferde. Über 13 auch nicht mehr. Loyal Archers. Rein! Top. Also die Stadt gehört fast uns. Und so große Verluste haben wir jetzt tatsächlich nicht erlitten. War schon ganz krass. Also schon ganz geil eigentlich. So. Ein bisschen geil ist er schon. Aber ich sage nicht, wie geil das ist. Aber ist schon ein bisschen geil. Ist das hier ein Feuer? So ein Feuerball, Junge. Und das hier? Strahlende Juwel von Hohe. Füllt Trefferpunkte von Kämpfern wieder auf. Schon ein Feuerball, Junge. Auch eine geile, also die Kulisse ist halt schon geil, ne? Man muss schon sagen, das haben sie echt gut hingekriegt. Silver Helms. Endlich mal Silberhelme am Start. Stell mir vor, man könnte hier so durchlaufen, so in so einer Dingssicht, in der Ego-Perspektive, in so einem Rollenspiel oder sowas. Wäre halt schon ganz geil. So viel Schaden bekommen oder sieht er einfach so komisch gepunktet aus? Das ist ein Dalmatiner-Drache. Prinz von Wolfwan. Mit mir. We will obey. Können nicht ganz treffen. Spearmen. Vorwärts. Advance. Quickly now. Swiftly. Assur, advance. Swordmaster of Hoef. Archers. Ihr habt schon die Mauer eingenommen, ihr werdet nicht mehr gebraucht. Orders received. Quickly now. Onward. Advance. Euch kann ich hier nicht mit, doch, so ein bisschen. Das klappt nicht so einfach. Ah, da sind ja immer noch Bogenschützen. Ich habe ja so viele Bogenschützen. Die brauchen gar nicht so viele. Also, brauche ich gar nicht so viele. Aber in Spielen kann ich immer sagen, also Bogenschützen sind das, was am besten ist. Bogenschützen sind das Beste, wo es gibt. For the king! Archers! Orders received! Death to all! Ich möchte gerne diese Streitwagen tot haben. Könntet ihr das für mich einrichten? Ja, antworteten meine Soldaten und killten alle. It will be done. Gut gelaufen. Dann bitte nochmal die anderen Streitwägen. Streitwagenze. Rauf auf die Bums hier. Gib ihm. Sieg!
Das ist meine Stadt jetzt! Hör mal! Meine! Sie gehört mir! Gefecht beenden, jawohl! Hat super geklappt. Entscheidender Sieg. Gefecht beenden. Jawohl. Entscheidender Sieg. Wir haben 81 Mann verloren. Oh, das haben sie auch neu gemacht. Hier mit dem blutigen Dings. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Jawohl, neuen Rang geholt für den General, für Tyrion. Plündern und besetzen. Our treasures are sacred. My strength grows. Man die jetzt eigentlich hier? Victory for Asurion. Banner halten. Provinz gesichert. Absurd. Oh, ich habe Erfolg freigeschaltet. Tyrannok Streitwagenlenker. Tyrion, heir of Anarion. Wahrscheinlich, weil ich die Stadt eingenommen habe. So, was gibt es hier für ihn zu machen? Meisterstratege, Nahkampfer, Meister der Wut. Sammeln. Da ist eine Disziplin. Ein allgemeines Führerschaftsdingens, was irgendwas in Sachen Führerschaft noch bringt. Oh, doch, das für die Schwertkämpfer. I serve the Phoenix King. Sie hat auch nochmal aufgelevelt hier. Soll sie machen. Top. Prince of Elfwood. Da haben wir die 10.000 fast wieder rausgehauen, die wir eben eingenommen haben. Oder 15.000 waren das. Assyrian guides our hands. Lady of the Phoenix Court. Truff auf das komische hier Dings, die Wasserleiche. Das will ich noch machen hier. Kommen die mit, die Bums hier. 5.000 haben wir noch geholt. Super, hat sich schon gelohnt. Hat sich gelohnt. Da können wir auch noch hinfahren. Gut, aber ich denke, das soll es für diesen Part erstmal gewesen sein. Ich hoffe, wir sind länger zusammen, meine lieben Freunde, und sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, viel Spaß und ciao.